euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und so langsam wird es doch Zeit, dass wir hier eine 102er Bewertung hinlegen, oder? Wir holen uns heute einfach mal ein paar Mondspieler auf den Transfermarkt und trainieren diese Mondspieler in Arne Meyer und in Figo-Neymar hinein. Figo hat gerade mal 25.000 Erfahrungspunkte, hat Neymar schon mehr. Neymar hat 35.000, okay, 10.000 mehr, ist vollkommen egal, welchen Spieler wir denn reinpushen. Wir können ja mal kurz schauen, ob wir vielleicht noch irgendwelche... Ja, Leute, ich habe hier noch genügend Spieler. Diesen 86er Trigueros ist ja Mondspieler, Gebamin kann ich nehmen. Die anderen aber eher nicht. Dani Alves könnte man rein theoretisch auch reinhauen, der ist auch jetzt nicht so viel wert, weil man ihn halt auch gratis bekommen kann. Genau, die Erfahrungspunkte kann ich auch mal nehmen, aber ich denke mal, wir müssen mindestens... Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, 2-3 Spieler trainieren, sodass wir vielleicht auf 102 kommen könnten, also die Chancen stehen nicht gut, Leute, die Chancen stehen nicht gut, dass wir hier heute auf 102 kommen. Genau, und ihr seht unten rechts schon, Leute, ihr seht unten rechts das Herz und ich hatte euch ja gesagt, es wird ein Valentinstag-Event geben in FIFA Mobile, Event in Anführungsstrichen, weil es sind nur Packs, und die Frechheit, finde ich. EA schenkt uns zwar 200 Punkte, aber... Man kann mit den 200 Punkten nichts kaufen. Die Logik eventuell finden? Hallo? Hallo? Dann einfach aufgelegt. Und ihr wisst ja, Leute, ich könnte jetzt rein theoretisch mit den Gems-Punkten Packs öffnen. Aber das wären ja jetzt keine FIFA-Points, weil ich bin jetzt vor kurzem im Level aufgestiegen und im VIP-Level aufgestiegen, weil man halt ja täglich durch die täglichen Quests auch einmal, ich glaube, immer ein paar VIP-Punkte bekommt. Wenn man hier die täglichen Quests abschließt, kriegt man bei einer Aufgabe kriegt man da VIP-Punkte. Da bin ich im VIP-Level aufgestiegen und deswegen habe ich halt die Gems-Punkte bekommen. Kann ich euch hier bei VIP zeigen, da bin ich natürlich schon sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten, weil ich natürlich, bevor das ganze #NoDollarForBucks, bevor das kam, habe ich natürlich ordentlich Packs rausgehauen, wisst ihr ja, Champions League Pack Opening, Team of the Year Pack Opening, dann zwischendurch mal Scouting Packs geöffnet und so weiter und so fort, dafür brauchte ich natürlich FIFA Points und die FIFA Points haben wir natürlich gemeinsam gekauft. Ist ja nichts Neues, ist ja kein Geheimnis, das wusstet ihr ja schon, deswegen bin ich da im VIP-Level jetzt. Ich glaube, gestern bin ich da aufgestiegen und deswegen habe ich die 7000 Punkte, jetzt überlege ich. Aber Leute, ich werde jetzt hier für dieses Valentins-Event keine Gems ausgeben, weil erstens finde ich die Spieler, natürlich Bale wäre schon geil, aber für Bale brauche ich halt so viele Punkte, das ist nicht möglich. Auch mit den 7000 Gems-Punkten ist das nicht möglich, deswegen... Ist zwar schön und gut, dass EA so ein Valentinstag-Pack-Event macht, aber wieso sind das wieder nur Packs? Wieso ist das kein Event? Wieso kann man nicht über das Angriff spielen? Etc. etc. pp. Das ist immer das Gleiche. Aber die Karten sehen halt... Die Karten sehen cool aus, ja, das kann man sagen, definitiv. Hier ein schöner Di Maria. Ja, coole Karten, die ich aber nicht spielen werde. Fakt, Punkt, fertig, aus. Fertig, aus. Und auch an alle, die die gestrige Folge geschaut haben. Ihr wisst ja, ich hatte euch gefragt wegen PES Mobile. PES Mobile werde ich morgen aufnehmen und da werde ich morgen einfach mal ein kleines Testvideo zu machen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Mal gucken, was ihr davon haltet. Jetzt auch nochmal der Hinweis, PES Mobile wird nicht jeden Tag kommen, PES Mobile. Ich möchte es einfach nur mal ausprobieren. Ich denke mal morgen um 17 Uhr, 17.30 ungefähr. Und um 20 Uhr natürlich, Leute, das heißt, es gibt morgen zwei Videos. Um 20 Uhr natürlich auch wieder eine klassische, knackige FIFA 19 Mobile Folge. Und auch an alle, die gestern ja gut aufgepasst haben in der Folge, in der 20 Uhr Folge, Leute, ich habe es ja gesagt, dass ich das ab und zu mache. Da habe ich nämlich einen Hashtag versteckt. Hashtag er ist verrückt. Und deswegen grüße ich auch jetzt hier viele, die... Oder ich hoffe, dass ich vielleicht sogar alle schaffe, zu grüßen, die Hashtag er ist verrückt in die Kommentare geschrieben haben. Nämlich der Christian. Christian Fuchs hier. Ich grüße dich, altes Haus. Im Hintergrund kann ich ja ein paar Spieler kaufen vom Mond-Event für, ja, wenig Münzen. Dann hat der Alex auch noch reingeschrieben, ihr Hashtag, er ist verrückt. Ich grüße dich auch, lieber Alex. Grüße gehen raus an dich. Dann grüße ich den Daniel, der Esperta.
So heißt er hier auf YouTube, aber er hat dazu geschrieben, dass ich ihn mit Daniel grüßen soll. Also es haben echt viele aufgepasst. Ich habe es auch nicht komplett groß eingeblendet, sondern echt ein bisschen kleiner, ein bisschen am Ende des Videos. Also fand ich echt richtig, richtig nice. Also da gehen nochmal, ja, wie Monte sagt, Kuss und Gruß raus an die alle, die halt hier kommentiert haben. Jawohl, es geht. FIFA King grüße ich auch noch an dieser Stelle. Dann grüße ich Elias, ich grüße den Tim Schneider und ich finde hier keinen Spieler. Doch, hier 180.000 geht noch klar. Alles, was unter 200.000 ist, nehme ich jetzt hier mit. Hier Thomas Partey ist eigentlich noch klüger, den mitzunehmen, weil er halt eine 87er Bewertung hat. Dann grüße ich den Chuck Norris, Grüße gehen raus an dich. Dann den Jannis Wächter. Jawolski. Nils FIFA Mobile, Grüße. Ich grüße dich, alte Saus. So, wie viele müssen wir kaufen? Wahrscheinlich schon über 10 Stück, sodass wir da vielleicht Arne Meyer trainieren können, ne? Also, es dauert ein bisschen hier, die ganzen Spieler auf dem Transfermarkt zu kaufen. Zack. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir am Sonntag eine XXL-Folge machen? Am Sonntag habt ihr alle Zeit, am Sonntag, vielleicht haben auch einige von euch Ferien, ich weiß es gar nicht, nächste Woche irgendwie Halbjahreszeugnisferien oder so, vielleicht haben das ein paar von euch, vielleicht hatten auch schon ein paar von euch Ferien, wahrscheinlich schon, aber Sonntag hat eigentlich jeder Zeit und deswegen kann man vielleicht eine kleine XXL-Folge machen, weiß ich nicht, dann spielen wir 1 gegen 1, spielen wir mal ein paar Spiele, dann spielen wir Versus Angriff auch noch dabei und dann vielleicht auch noch mal ein paar Mondpacks, die ich halt durch die Monfu-Punkte, die ich am Sonntag bekomme, hoffentlich, vielleicht kriegen wir es bis Sonntag hin, die 3500 Monfu-Punkte zu holen. Dann können wir dann nämlich 7 Packs öffnen am Sonntag. Ich will aber nichts versprechen, vielleicht ist es auch nur eine ganz normale Folge oder eine XXL-Folge, kommt drauf an, was ihr so unten in die Kommentare schreibt, ob ihr das wollt oder nicht, keine Ahnung. Am Ende entscheide ich es natürlich, ist ja auch klar. Richi Fußballtorwart, ich grüße dich, ich grüße den MK7, ich grüße den Niklas Schumann, ich grüße den Marco Fendt, ich grüße den Erion, ich grüße den Quark67, ich grüße King Tizzy und ich grüße den Niklas und den Pulentini Uruti. WTF, Mann. WTF haben hier viele unten Hashtag. Er ist verrückt kommentiert. Das freut mich natürlich. Das freut mich natürlich. Ganz klare Sache. Ich grüße auch Sandra, ich grüße Zehid Ali, ich grüße Alberto. Hashtag Mathe-Abi. Nee, Hashtag Mathe-Abi war nicht der richtige Hashtag hier. Jack FIFA grüße ich. Ich grüße Elias Weiß. Ich grüße Martin MGTV. Ich grüße Turan. Ich grüße Justin. Ich grüße den Michael. Ich grüße den Murat. Ich grüße den Alex. Heute eine kleine Grüßrunde hier auch in der 20 Uhr Folge. So, zack, zack. Nochmal Party kaufen. Komm, wir holen uns die Mittelfeldspieler bis, ja, bis 10 Millionen, würde ich sagen. Bis 10 Millionen holen wir uns ein paar Mond-Neujahrsspieler. Ich hoffe, dass dann das Ganze mindestens ausreicht, um einmal Arne Meyer trainieren zu können. Aber ich glaube halt nicht, dass es ausreicht, dass wir halt die 102er Bewertung kriegen. Wäre schön, aber ich glaube eher nicht, dass es jetzt schon so weit ist. Aber abwarten, Leute, abwarten. Zack, zack, zack. Ich scroll mal hier wieder ein bisschen runter. Hat hier vielleicht noch jemand kommentiert? Hashtag er ist verrückt. Nee, ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind mit allen durch. Wenn ich jetzt hier jemanden übersehen habe, tut's mir leid. So, jetzt kann ich mich auch wieder auf FIFA Mobile konzentrieren. Jawohl, jetzt gehe ich. Denke mal, Versus Angriff werden wir auch noch spielen, weil ich muss wieder in meine alte Form reinkommen, Leute. Ich muss wieder in meine alte Form reinkommen, wo wir fast kein Spiel verlieren. Jetzt fragt euch sicherlich, diese Form gab es mal. Ja, ab und zu gab es mal so eine Phase, wo ich 2, 3, 4, 5 Folgen lang kein Spiel verloren habe. Aber das ist schon lange her. Das ist schon lange her, so. Ich hoffe, dass es ausreicht. Wir haben jetzt so viele Thomas Partys gekauft. Das ist ja nicht mehr normal. Zack, zack. Alter. Schaut euch das mal an. Ey Leute, ist das herrlich. Da muss ich ja direkt ein Thumbnail-Bild machen. Guckt euch das mal an, WTF. So viele Thomas Partys. Machst du heute Party, SpongeBob? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Okay, das reicht auf jeden Fall aus, um Arne Meyer sogar zweimal trainieren zu können. Das heißt, auf 94 kommt unser Arne Meyer heute. Das mache ich auch. Ich muss dafür 1,7 Millionen Münzen zahlen. Und habe dann immer noch ein paar Spieler halt übrig, die ich mir gerade gekauft habe.
Sehr schön. Arne Meyer, wieso trainiere ich jetzt Arne Meyer, fragt ihr euch sicherlich. Der hatte doch schon 92, wieso trainierst du nicht Toni Kroos? Weil ich immer noch vielleicht überlege, Toni Kroos als Champions League Team of the Year oder so zu kaufen. Und Arne Meyer gibt es halt nur diesen Arne Meyer. Und dieser Arne Meyer wird bei mir immer im Team drinstehen bleiben. Das habe ich schon seit der ersten Folge gesagt, Leute. Das war FIFA 18 Mobile so. FIFA 19 Mobile wird sich daran nichts ändern. Genau, und ich hatte auch überlegt, Courtois vielleicht reinzustellen. Könnte ich hier meinen Varane reinstellen, den ich ja gezogen habe im Champions League Pack. Den 88er hier unten, die Champions League Variante. Aber nee, dann habe ich so viele Real Madrid Spieler noch hinten. Lieber habe ich jetzt hier Bayern und Real Madrid hinten. Haben wir wenigstens zwei Vereine. Das heißt, wir könnten uns überlegen, auch vielleicht einen Sergio Ramos trainieren. Auf 102 kommen wir heute leider eh nicht mehr. Ich werde jetzt keine weiteren Spieler mehr kaufen, sondern ich werde erstmal kurz reingehen ins Mond-Neujahrs-Event. Die roten Umschläge kaufe ich bei diesem Zyklus nicht, weil es halt nur Erfahrungspunkte sind. Es ist ein Odriozola. Nee, lieber nehme ich Monfu-Punkte mit oder so. Oder keine Ahnung was. Oder halt irgendwas anderes. Aber nicht Erfahrungspunkte muss ich jetzt meiner Meinung nach nicht mitnehmen. Wir kriegen heute sogar Serge Gnabry, wenn wir jetzt die Skillspiele hier noch zocken. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal. Locker easy. Habt ihr schon Serge Gnabry, wenn ja, schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Und wenn ja, spielt ihr auch mit ihm? Ist ja gut, ist ja schlecht? Schreibt es mal auch unten rein in die Comments. Ihr wollt's gehen. Die gestrige Folge ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie sehr, sehr gerne auschecken. Ganz klare Sache. Und ich wünsche euch natürlich ein schönes Wochenende. Ich freue mich drauf, Leute. Schön wieder Bundesliga, die Samstagsabend, die Spitzenpartie, schöne Hertha-Partie. Hertha gegen Bremen, das wird geil, Leute. Da freue ich mich sowas von drauf. Da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen hyped schon drauf. Hertha gegen Bremen, Olympiastadion. Ich lege mich auch schön auf die Couch hin und gönne mir Fußball. Geil. Geil, geil, geil. Also normalerweise würde ich euch jetzt noch eine Frage stellen, wie ihr Fußball guckt. Aber ihr habt schon heute so viele Fragen von mir bekommen. Wahrscheinlich kriege ich auf die ganzen Fragen nicht mal eine richtige Antwort von euch. Aber ich hoffe, dass da ein paar auf die Fragen hier antworten. Ups. Ja, okay, so geht's auch. Das Ganze machen wir noch zweimal. Also so mache ich es eigentlich immer, dass ich hier oben nur das durch das erste Ding hier renne. Und dann renne ich komplett nach unten. Dann muss ich halt nicht links, rechts, zack, zack. Weil so habe ich auch genügend Punkte. Wenn ich halt jetzt hier nicht so einen gelben Mann umrenne. Dann kriegen wir halt auch genügend. Ich hatte eben zwei dieser Mannequin umgerannt, deswegen habe ich halt nicht genügend Punkte gehabt. Jetzt habe ich es aber. Also, zack, zack. So kriegen wir es nämlich auch hin. Ich weiß nicht, soll ich noch ein Versus-Angriffsspiel machen jetzt am Ende oder soll ich... Weiß ich gar nicht. Ja, komm Leute, wir machen noch ein Versus-Angriffsspiel. Dann geht die heute die Folge, glaube ich, auch ein bisschen länger. Ich weiß gar nicht, jetzt hier auf meiner Kamera steht natürlich 13 Minuten, aber dann wird am Anfang ein bisschen weggecuttet, da, zack, 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 deswegen weiß ich nie genau, deswegen kann ich mich auf die Zeit, die auf meiner Kamera da vorne steht, genau da, wo ich gerade hingucke. Ja, Leute, ich war auch beim Friseur, ist ein bisschen kürzer hier, ne? Soll ich das zeigen? Komm, Leute, ich zeig's mal, jetzt halt euch fest, Leute, ich zahlt euch fest, ist ein bisschen kürzer jetzt hier als sonst. Ja, ist okay, ne? So, zack. Zack, zack. So. Jetzt haben wir nämlich die 100 Monfu-Punkte. Das war auch bitter nötig, Leute. Das in den alten Folgen, natürlich seht ihr es nie so richtig, weil ich halt immer die Cappy aufhabe, weil ich halt den Greenscreen benutze und Greenscreen mit Haare ist halt nicht so geil. Deswegen habe ich immer eine blaue Cappy auf. Die ist auch blau, weil halt der Greenscreen ist halt grün. Deswegen ist es perfekt, wenn man halt blau benutzt. Genau. Deswegen habe ich halt auch immer die Cappy auf. Nur mal so... Als Beantwortung der Frage sollte diese Frage vielleicht aufkommen. So, jetzt haben wir ihn. Leute, die Frage ist aber, was machen wir mit ihm? Weil ich benötige den ja gar nicht. Entweder können wir ihn verkaufen, wie viel bringt denn der? Ich gehe aber nicht davon aus, dass er halt viel bringt, weil der halt... Den kann halt jeder bekommen. Den kann jeder bekommen, der halt täglich das Mond-Neujahrs-Event gespielt hat. Vielleicht 2 Millionen maximal. Ja, sage ich ja, 2 Millionen bringt der. Ja, ob wir den verkaufen, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Leute. Das kann ich euch noch nicht beantworten, was wir mit Serge Gnabry machen. So. Gehen wir rein in Versus Angriff. Mal gucken, ob wir jetzt hier das Spiel noch gewinnen können. Let's go. Hä? Lul.
Es ist einfach abgebrochen hier. Hatte ich auch noch nie. Das hatte ich ja auch noch nie, dass es einfach abbricht hier. WTF. Let's go, Mann. 109. Ciao. Ciao, Leute. Also, da können wir jetzt schon die Folge beenden. Ich werde nur dieses eine versus Angriffsspiel machen. Hashtag NowBox, $4. Ehrenmann auf jeden Fall, aber gegen diesen Gegner habe ich einfach keine Chance. Loki 109er Bewertung, WTF. Leute, ich kann jetzt schon mal sagen, GG an diesen Gegner. Ich werde auch nur noch dieses Spiel machen, denn beende heute diese Folge ausnahmsweise mal mit einer Niederlage. Aber gegen diesen Gegner kann man auch nur verlieren. Ich gebe trotzdem nicht auf, ich probiere mein Bestes. Vielleicht können wir den Gegner noch mal ein bisschen ärgern, weil aktuell steht es ja 2-2. Aktuell steht es 2-2, deswegen, wieso nicht? Das wäre echt eine Sensation, wenn ich jetzt gegen diesen Gegner irgendwie was mitnehmen sollte, ne? 3-3, Konterangriff, okay, das war's dann. Wieder Dankeschön, Marcelo, das ging schnell. Da haben wir es ordentlich verteidigt bekommen. Coutinho. Coutinho mit dem 4-4, sehr schön. 4-5. Komm, Neymar. 5-5, Faust in die Facecam. Und Freistoß. Wenn wir den reinmachen, wäre es richtig geil. Und wir machen ihn rein. Wir führen, Leute. Wir führen 6. Also ich glaube, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll hier. Ja, jetzt führt er mit 2 Toren Vorsprung. Jetzt sind wir eingeknickt, Leute. Hätte ich echt jede Chance genutzt, hätten wir jetzt hier vielleicht noch unentschieden spielen können. Aber nee, am Ende ist es doch dann klar, ne? 7-10, zack, jetzt hier nochmal 18. Aber ich habe gut gekämpft, Leute. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung gegen diesen 109er Gegner, oder was sagt ihr? Kann man jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man halt so einen 109er Gegner besiegt. 8-11, Leute, GG. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich beende jetzt die Folge. Wir sehen uns morgen wieder mit 2 Videos. Einmal PES Mobile. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Mal gucken, wie die App so ist. Ich habe es auch noch nicht installiert. Muss ich mir erstmal später nochmal angucken oder morgen halt spätestens angucken, um die Folge aufzunehmen. Und dann sehen wir uns morgen auch wieder um 20 Uhr wieder mit FIFA 19 Mobile. Also morgen haben wir richtig was zu tun. Und ja, ich hoffe, ihr seid am Start. Ich hoffe, ihr supportet mich weiter. Hashtag PEX Army. Ich bedanke mich. Haut rein und tschüssi.